Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gottes Wort wirkt. Es gibt Kraft, Hilfe und Ermutigung. Und so schreibt uns jemand: Liebes Missionsteam, herzlichen Dank für eure Gottesdienste und Hoffnung um 12. Es stärkt mich im Glauben und richtet mich immer wieder auf. Es gibt nichts Besseres, als sich auf Gott zu verlassen. Ja, genau. Drum wollen wir dich auch heute wieder ermutigen. Hoffnung um 12. Zu dem Thema heute: ein Licht in der Nacht. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Ein Licht in der Nacht. Wir lesen da im Psalm 119, den Vers 105. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Ja, heute ist nicht nur in der Nacht Nacht, sondern auch manchmal am Tag Nacht. Es gibt so viele Dinge, wo wir nicht mehr weitersehen. Und es heißt, dein Wort, das heißt, was in Gottes Wort steht, was in der Bibel steht, soll unser Licht sein. Es soll unsere Betriebsanleitung sein, wie wir durch die Nacht gehen, und dann ist es unser Licht. Wir sehen etwas, obwohl vielleicht andere nicht sehen, weil wir uns leiten lassen. Und das ist wichtig. Heute ist für viele die Frage: soll ich mich impfen lassen? Soll ich mich nicht impfen lassen? Wir werden da keine Empfehlung geben, aber das ist eine große Frage. Gott möchte Licht schenken, was für dich dran ist. Ja, wie willst du dein Geld einsetzen? Du hast nur eine bestimmte Menge Geld. Wie setze ich das ein? Was kaufe ich? Was lasse ich sein? Da brauchst du auch Licht dazu. Wie verwende ich meine Rente oder wie plane ich meine Rente? Brauchst du Licht dazu? Du brauchst Licht auch für deine Arbeitsstelle. Wie tue ich das? Wie tue ich jenes? Wie begegne ich meinen Kollegen? Wie begegne ich meinem Chef? Und so viel Ratlosigkeit ist in unserer Zeit. Wir wissen, die ganze Regierungen und die ganze Obrigkeit sind so ratlos. Aber wir müssen es nicht sein. Für unser Leben. Wir dürfen im Wort Gottes schöpfen, Kraft schöpfen, aber auch das Licht haben. Dein Wort ist wie ein Licht in der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du den Weg erleuchtest bei jedem, der in deinem Wort forscht. Dass er da die Ideen bekommt, die Weisheit, die Inspiration durch deinen Heiligen Geist bekommt und Licht hat, sieht, wo er hinläuft und dass er das Ziel sicher erreicht. Danke. Amen. Amen. Und auch heute wollen wir wieder für Menschen beten. Und eine Frau bittet für Folgendes um Gebet: Ich bitte um Heilung von Parkinson und um übernatürliche Versorgung in den Finanzen. Und Jesus, ich danke dir, dass du Wunderbares wirkst, auch an dieser Frau, und dass du sie wirklich auch heilst von dieser Parkinson-Krankheit. Und ich danke dir, dass du alles wiederherstellst, was in ihrem Körper nicht in Ordnung ist, dass du alles mit ans Kreuz genommen hast und dass diese Parkinson-Krankheit besiegt ist am Kreuz. Und ich danke dir für vollkommene Wiederherstellung, für dein Eingreifen, für deine Heilungskraft. Und ich danke dir auch für ihre Finanzen. Du weißt, wie es um sie steht und dass sie Hilfe braucht. Und ich danke dir, Jesus, dass du ein Versorger bist und dass du jeden Mangel ausfüllst. Und ich danke dir, dass du dieser Frau begegnest in den Finanzen und auch in ihrer Krankheitsnot. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen dreht sich um Knieschmerzen. Liebes Missionswerk, Gebetsteam, ich habe akute Schmerzen in meinem rechten Knie, Arthrose. Nächste Woche MRT und Besprechung. Am liebsten würden Sie mir schon mit 61 Jahren ein neues Kniegelenk einsetzen. Dafür ist man eigentlich noch zu jung. Außerdem geht dies für mich bei Corona gar nicht. Von daher bitte ich sehr um Gebet für mein rechtes Knie und um Heilung. Vielen, vielen Dank für eure Fürbitte. Jesus, und ich danke dir, dass du der Herr bist, auch über diesem Knie, dass diese Arthrose verschwindet und besiegt ist im Namen Jesu. Und ich danke dir, dass dieses Knie wieder vollständig und völlig in Ordnung ist. Danke, dass da alles hinweg
geschwemmt wird, was nicht in Ordnung ist. Und ich danke dir, Jesus, dass du kommst mit deiner Heilungskraft, mit dem Fluss deiner Heilung durch dieses Knie. Und ich danke dir, dass es völlig geheilt ist und wiederhergestellt ist. In deinem Namen, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und schreib uns dein Anliegen oder ruf uns jetzt an. Die Infos sind eingeblendet. Ein Mann schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Ich brauche Gottes Frieden in meinem Leben. Ich brauche Heilung von meinem Burnout, Befreiung von meinen Ängsten und Zweifeln. Mit Gottes Hilfe möchte ich das Leben wieder genießen können. Ja, eins der wichtigsten Sachen sind, was wir brauchen für unser Leben, ist Friede. Der Friede wirkt so viel, auch Gesundheit und so vieles. Und dafür wollen wir beten. Herr, ich danke dir dafür, dass du diesen tiefen, innerlichen Frieden, Herr, der nur von dir kommt, schenkst. Ich danke dir dafür, dass du so Wunderbares tust, Herr. Herr, komme in diesen ganzen nervösen Körper, Herr, der so viel geleistet hat, der ein Burnout hat. Ich danke dir, Herr, dass du mit neuer Kraft kommst, aber auch, Herr, ganz besonders mit neuer Perspektive kommst. Ich danke dir dafür, Herr, dass auch alle Zweifel, alle Depressionen weichen müssen, all das Negative, ich schaff's nicht, ich bin ein Versager, dass das alles weichen muss. Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, dass du jedem begegnen möchtest und Herr, lass uns alles aus deiner Perspektive sehen. Nicht aus der Perspektive eines Burnouts, nicht aus der Perspektive eines Zweifels. Danke, Herr. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns ihre schwierige Situation. Seitdem mein Mann sich von mir getrennt hat, plagt mich eine grässliche Unruhe. Das ist ein ganz fürchterliches Gefühl in mir, das mir jeden Frieden, die Ruhe und Freude zerstört. Ich habe kein Zuhausegefühl mehr und sehne mich so sehr nach innerem Frieden und dass ich glücklich meine Situation annehme, so wie sie jetzt ist. Ja, ist im Prinzip ganz ähnlich dieses Anliegen. Innerer Friede, das ist richtig wichtig. Danke, Herr. Auch dieser Frau begegne du ihr. Herr, die so innerlich heimatslos ist. Herr, ich danke dir dafür. Lass sie empfinden und verspüren, Herr, dass sie wirklich das wahre Zuhause, Herr, bei dir ist. Nicht in der Ewigkeit, meine ich, Herr, sondern bei dir. Dass du in ihr wohnen kannst und darfst und dass sie das verspürt, Herr. Dass sie einen Frieden hat, dass sie nicht so heimatslos herumirrt. Ich danke dir dafür. Herr, schenk ihr das. Herr, lass sie wirklich deine Nähe verspüren. Danke, Herr. Amen. Amen. Viele Gebetserhörungen erreichten uns wieder. Und im Folgenden geht's um eine Ausbildung. Hallo, ihr Lieben. Es gibt eine erneute Gebetserhörung. Danke für euer Gebet. Es hat geklappt. Mein Sohn hat seinen Ausbildungsvertrag bekommen. Die Ausbildung beginnt am 1. August. Ja, Gott erhört Gebet. Und noch eine Gebetserhörung um eine Praktikumsstelle. Anfang November 2020 bat ich um Gebetsunterstützung und Fürbitte in sehr schwieriger familiärer Situation. Mein Sohn kann ab Mitte Januar 2021 endlich eine bezahlte Praktikumsstelle antreten, die er zur Vorbereitung auf eine neue Studienrichtung und zum Lebensunterhalt braucht. Ein sehr großer Lichtblick in unserer Lage. Lob und Ehre sei Jesus. Danke für Ihre Gebetsunterstützung. Und von einer wunderbaren Heilung wird hier berichtet. Wir wollen uns von ganzem Herzen bei euch allen für die Gebete bedanken. Heute, am 22.12.2020, waren wir noch einmal im Krankenhaus und die ganze Ärzteschaft bestätigte, der Tumor, Darmkrebs, ist weg. Wir danken unserem großen Gott für die Gebetserhörung und Heilung. Und eine Frau aus der Schweiz berichtet, mein 16-jähriger Enkel litt seit circa 4 Jahren an epileptischen Anfällen. Beim Gottesdienst in Bern im November 2019 hat Daniel für ihn gebetet und die Hand aufgelegt.
Heute darf ich mit großer Freude mitteilen, dass er schon 10 Monate keinen Anfall mehr hatte. Mein Enkel hat fest daran geglaubt, dass er geheilt werde. Der Herr ist groß und danke an euch. Was für ein großartiges Eingreifen Gottes. Ja, die erste Erhörung hat begonnen, es hat geklappt. Und das ist doch was Wunderbares, wenn wir das sagen dürfen. Es hat geklappt, Gott hat eingegriffen. Das ist so wunderbar, dass es einen lebendigen Gott gibt, der eingreift und so viele, viele Dinge tut. Aber ganz wichtig ist, dass wir wirklich, wirklich auch in seiner Gegenwart sind. Dass wir Jesus nahe sind. Dass wir ihn nicht nur suchen, wenn wir ihn brauchen, sondern dass wir mit ihm leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, heute der Tipp des Tages. Überleg mal, wo du Licht brauchst. Licht, du lebst vielleicht in so mancher Finsternis, du hast so manche Dinge, wo du sagst, da sehe ich nicht weiter, da ist Nacht, ich habe keinen Durchblick. Gott ist auch ein Herr, der dir Durchblick schenkt. Du darfst einfach nur ihn bitten. Es ist nicht kompliziert, du brauchst nicht einen Brief schreiben, du brauchst nicht irgendwo einen Rechtsanwalt, der dir was formuliert. Bete einfach drauf los und sag, mein Gott, hier ist so viel Dunkelheit um mich rum, ich sehe das Licht nicht für diese oder jene Situation, ich sehe das Licht nicht. Ich sage dir, einfach beten, Gott hört dein Gebet. Du darfst uns weiter deine Anliegen schicken, wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, es ist schon wieder bald Sonntag und am Sonntag haben wir unseren Gottesdienst 10 Uhr über YouTube oder Livestream. Und auch noch eine weitere Sache möchte ich euch sagen, unser neues Magazin ist da. Greife zu, wenn du es noch nicht hast, du kannst es kostenlos bei uns bestellen. Kennst du schon unser kostenloses Magazin? Mit hilfreichen Artikeln für dein Leben und vielem mehr. Lass dich jeden Monat neu inspirieren. Und wenn du das Magazin zum ersten Mal bestellst, erhältst du das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich hier die Bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen. Wir freuen uns, dass du dabei warst und verabschieden uns und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.